So, Freunde, ich habe ein bisschen rumexperimentiert und jetzt sollten die Soundbugs eigentlich verschwunden sein. Also ich teste das jetzt auch. Ich nehme das aber direkt mit euch auf. Ja, wer es hören kann, wer uns öfter verfolgt, der merkt, ich bin ein bisschen verschnupft hier. Und von daher nicht wundern. Na? So, wir hatten ja heute was vor. Ich könnte Feuer einsetzen. Wir haben hier nämlich ein paar Gegner. So, und die wollen wir uns heute mal vornehmen. Nummer 1. Gut, wen haben wir denn da noch? Feuerreißhörner. Den Brüllrücken müsste ich halt, ne? Da haben wir gesagt, da müssten wir Feuer einsetzen. Also gut. So, Scharfschuss. Oh, warte, da kommt was. Den haben wir aber fast. Den haben wir fast. Schön in Bewegung bleiben. Guck mal, der verbrennt. Zack. Gut. Haben wir den auch. Und jetzt den Behemoth. Den da hinten. Okay, der ist schwach gegen Feuer und Säure. Könnten wir kriegen. Seht ihr den großen gelben Tank? Den da? Mal den treffen. Die Reißhörner, die werden nicht viel bringen. Die werden sich, denke ich mal, eher zurückziehen. So. So. Oh, nein, lass mich in Ruhe. Alter, okay. Alter, der schmeißt mit Stein, die Ratte. Lassen Sie mich in Ruhe. Ah, gut, Säure. Du willst es nicht anders. Ruf auf die Teile. Alles, was leuchtet. Boah, da kommt so ein Feuerreißhorn. Naja, der versäuert doch hier, oder? Können wir die normalen Pfeile einsetzen? Hier, zack, ruf aufs Teil, jawohl. Sehr, sehr schön. Haben wir ein Bärenmesser auch erledigt? Läuft bei uns. Oh, die können wir mal aufheben, die Waffe. Da gibt es nämlich dann irgendwann eine Trophäe, wenn man alle Waffen aufgehoben hat. Gut. Bärenmesser Behälter. So. Gut, wer sieht uns noch? Irgendwas sieht uns doch noch, ne? Das ist der Sturm da hinten. Gut. Okay, jetzt können wir nach Pfeilhand zurückkehren. Wir haben das erledigt, was wir erledigen wollten. Noch einen Geier durchsucht. Da der Behemoth hier noch so einen Geier weggeschnetzelt. Einfach so. Okay, ich mag die Wüste. Also irgendwie mag ich sie. Aber Eloy reibt sich auch manchmal so ein bisschen die Augen. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass dann auf Dauer wahrscheinlich auch meine Zielgenauigkeit ein bisschen nachlässt. Da unten haben wir Pfeilhand. Da kehren wir jetzt zurück als Heldin. Natürlich als Heldin. Aber vorher die Munition mal wieder einsammeln, die wir ja ausgegeben haben. Da kommen die Tenakt. Oder da gehen die Tenakt. Kennen? Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Was ist denn das da? Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen.
Feuer, Dornrücken. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Na dann, nehmen wir Säure. Oh, Säure zieht aber schön ab hier, guckt mal. Lassen Sie mich in Ruhe! Der fällt doch gleich auseinander, oder? Jawohl, der erste ist down. Wow! Wow! So! Keine Munition! Okay, dann nehmen wir den so hier down. Jawohl. Wow, Leute, Leute, Leute! 5 Minuten gespielt und die halbe Zivilisation an Maschinen hier ausgerottet. Dabei wollte man eigentlich nur nach Pfeilhand zurück. Säurepfeile mal nachlegen hier. Ansonsten die hier noch. Schneidender Jägerbogen, den müssen wir eigentlich nehmen. Den haben wir neu. Gut. Darum ist der andere, da war der andere jetzt auch so ein bisschen schwächer gewesen. Ich meine, wir haben den BM trotzdem down gekriegt. Ich denke, die werden dann auch mit der Zeit wieder stärker. Ein Färber kann das gebrauchen. Das Spiel wird sich meinem Level anpassen. Also so habe ich es bis jetzt mitbekommen. Gut, Pfeilhand. Schauen wir mal, was hier abgeht. Hallo, ich bin die Heldin. Ich habe das gemacht, was ihr nicht hingekriegt habt. Hallo. So, wir speichern jetzt erstmal unsere Teile, die wir hier gesammelt haben. Vielen Dank für die Unterstützung, Kaplan. Kein Problem. Ich wäre nicht so alt geworden, ohne das Wissen, wie man Wunden versorgt. Du bist zurück. Wo ist Draka? Nur etwas spät, Kaplan. Ich habe ein bisschen Gepäck mitgebracht. Ja, Mann. Die Maschinenherzen, auch vom Donnerkiefer. Du hättest die Flamme sehen sollen. Hier, zur Erinnerung an unseren ruhmreichen Aufstieg. Und was für ein Sieg. Das Kommando wird sehr erleichtert sein. Bring sie so schnell wie möglich nach Brennspeer und sag der Kommandantin, wie viele dafür starben. Mhm. Jägerin, können wir reden? Nein. Gerüchte haben den Westen erreicht. Es heißt, du benutzt nicht nur Bogen und Speer, sondern auch eine Art zweites Gesicht. Besonders, wenn es irgendwie um die Alten geht. So kann man es auch sagen. Es stimmt also. Du hast meinem Clan sehr geholfen. Aber unsere Probleme lassen sich nicht so leicht lösen, wie Draka meint. Dein zweites Gesicht ist genau das, was wir brauchen. Worum geht es denn genau? Nicht hier. Such mich in Brennspeer. Ich erkläre dir alles. Ich komme so bald wie möglich. Gut. Der ganze Clan braucht dich. Okay. In der Wahrheit. So, was haben wir denn hier bei der Kräuterkennerin? Haben wir nichts, haben wir alles. Ich biete dir einen ehrbaren Handel an. Bist du sicher, dass du nichts brauchst? Will das Ende sein? Haben wir hier noch irgendwas? Die Wunde im Sand. Level 25 haben wir erreicht, sehr gut. Das speichern wir gleich mal. So, und dann gehen wir mal. Also wie gesagt, sorry, ich bin ein bisschen wirklich verschnupft. Ne? Tut mir leid, dass ich nicht so euphorisch heute rede. Aber ich will halt mit euch das Spiel weiterspielen. Kräuterkennerin. Niedrige Gesundheit, Regeneration. Können wir gebrauchen. So, und das haben wir jetzt auch. Und das können wir nicht mehr machen. Also wir haben jetzt bei niedriger Gesundheit haben wir eine höhere Chance, wieder geheilt zu werden. Beziehungsweise wir heilen mehr Lebenspunkte bei niedriger Gesundheit, als wenn wir nur kurz angekratzt wurden. Und wir können eigene Tränke herstellen. Beziehungsweise effektivere Tränke herstellen. Auch nicht schlecht. So. Wir müssen also nach Brennspeer. Da ist ein unbekannter Rebellenaußenposten.
Ganz vorsichtig. So. Auf dem Weg. Tritt mein Staubtrecker. Rennen? Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Ja, bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Das machen wir mal. Ich glaube, da geht's um Rennen, weil die hat gerade irgendwas von Rennen gesagt. So ähnlich wie in Far Cry, ne? Da reitet man dann spät durch Nacht und Wind. Unseren Armen hält man einen Rind. Ich will jetzt mal zu dem Rebellenaußenposten. Weil wir müssen ja auch noch Rebellenanführermarken sammeln. Und würde sich ja anbieten. Bisschen Hauptquest haben wir jetzt gemacht. Noch ein Außenposten voller Rebellen. Sehr gut. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Das habe ich gerade gesagt, Eloy. So. Ein Blick auf die Siedlung. Sie behalten wohl den Feind im Auge. Wo ist denn der? Okay. Aber voller Rebellen sehe ich hier eigentlich nicht. Aber tatsächlich kann man von hier aus genau auf die Siedlung gucken. So, na gut. Da ist auch die Questfolge den Spuren, aber wie gesagt, ich hätte gerne diesen Unbekannten, der ist hinter uns. Der ist... Ich gucke jetzt oben. Da nicht. Da, ne? Da lang. So. Da haben wir den Rebellenaußenposten. Alles klebt. Verdammte Hitze. Na, ich ja gesagt, verdammte Hitze. So, Feinde markieren. Die Tiere haben wir markiert. Da ist der Anführer. Ist immer der, der eine schwere Waffe trägt, ne? Na gut, kriegt man den von hier? Müssen wir jetzt schauen, ob der irgendwo stehen bleibt. Scharfschussbogen ist ausgerichtet. Oder ausgerüstet, besser gesagt. Ach, fuck. Auf geht's zur Markensuche. So. Plündere den Außenposten, Anführer. Und dann nehmen wir mal unseren neuen Bogen. Die da unten, die suchen den, ne? Gut. Gut. Nee, das ist auch nicht gut. Also zumindest nicht für euch. Also er hat gerade gesagt, das ist nicht gut. Und da werden wir ihn mal in seinem Vorhaben bestärken. Ne? Beziehungsweise in seiner Vorahnung. So. Da ist ein Verwüster, ne, dort. Säure sollte bei dieser Maschine helfen. Mhm. Der andere reitet auf so einem Ding. Tut mir leid, mein Fehler. Hör auf mit diesem Blödsinn, ja? So. Oh. Das bringt mir mein Zeichen ein! Ich hab sie gefunden! Natürlich! Alter, okay. Okay, der ist krass drauf. Der war krass drauf. Zeigen wir mal, was wir können. Das ist nicht der erste Shooter, den wir hier spielen, meine Freunde. Tja. Oder was heißt Shooter? Action Adventure. So. Wollen wir? Damit kommst du. Lass es.
Lass es. Muss was einfallen. Oh. Okay. So nicht, mein Freund. Alter, okay, das war knapp. Also, bist du auch wieder so ein kleiner Spring ins Feld hier? Das Gebiet sollte sicher sein. Yeah, damned! Das wollte ich nicht. So. Leuchtsprenger aufheben. Okay, das ist cool. Das hat man noch nicht. Kurz mal eine Heilung angewendet hier. Also das Karcher-Outfit ist wirklich gut. Also das schützt vor starken Angriffen. Und da wir ja jetzt hier, naja, eigentlich fast nur starke Angriffe kassieren, habt ihr ja gesehen, diese kleinen Springensfeldmeister hier. Kurz aufheben. Mal sehen, was ich damit machen kann. So, die Trophäe will ich auf jeden Fall haben. Okay, den haben wir noch geholt, genau. Yes! Metallbiss, dann mal Pfeile herstellen. So, genau, Munition aufladen, okay. Also der Bogen ist nicht schlecht, den wir uns da geholt haben. Wenn wir so weitermachen, können wir den auch bald nochmal aufleveln. Löffeln. Hier ist doch aber was, ne? Jede Ecke wird durchsucht vom Spiel. Spiel war teuer genug. Aber ich freue mich tierisch, dass ich diese Tonaussetzer, dass ich das hinbekommen habe. So, war ein bisschen Trickserei. Geier! Bam! Okay, wo ist denn der kleine Mann hier, den wir durchsuchen müssen? Wo haben wir den runtergeschossen? Der war irgendwo oben drauf. Oder hier oben drauf? Der war hier oben drauf. Da ist er. Wie sehen die Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Mhm. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Wir nehmen hier erstmal alles an uns, ne, Eloy? So. Vielleicht können wir jetzt im Lagerfeuer speichern. Ich meine, jetzt haben wir es ja abgeschlossen. Ja, jetzt funktioniert das Ganze. Gut. Perfekt, würde ich sagen. Und dann müssen wir jetzt nach Brennspeer. Kleines Schwein hier unterwegs. Geht gar nicht. Und der Sturm halt wieder hinter uns, ne? Was läuft da unten rum? Sie ist säureanfällig. Verwüster. Na gut, nehmen wir mit. Brauchen Action. Aber wie geil das hier ist, ne? Das war alles mal Zivilisation. Schade. Guck mal, ich schieße dir jedes Teil ab, mein Freund. Ah, was hältst du denn davon? Leuchtsprenger aufheben? So. Okay, hat er noch was fallen gelassen, was wir gebrauchen könnten? Nein. Gut, und der andere war säureanfällig. Schaut mal, wie das alles wegätzt hier. Gut. Lass mal die Knarre stecken. So.
haben wir das auch. Nice. Gleich wieder ein bisschen Reinholzmesser mitnehmen hier. Verwüsterkanone kurz aufheben. So. Und dann einsammeln. Wir leveln uns nach oben, Freunde. Da drüben ist ein Fragezeichen. Warum ist da ein Fragezeichen? Ein paar Meter sind das nur. Okay. Kurze Pfeile wieder hergestellt. Eine Drohne! Noch eine Cyclops-Drohne. Ja, Mann. Ihre Daten für eine Verbindung zur Kuppel an der Basis. Okay, also ich habe gesehen, die war hier, ne? Da drüben ist sie jetzt. Wir könnten auch darüber. Stachelschnauze, alles klar. Jetzt scannst du dort und dann müsstest du eigentlich gleich hier rüberkommen. Dann gleiten wir zur Drohne. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Nein, 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 nein. Oh, okay. Schade, wir können also ganz normal reinspringen von hier aus. Gut, da warten wir kurz. Grünglanz! Warum hab ich... Könnt ihr den Grünglanz eintauschen? Gegen? Das ist es halt. Gegen und bei wem? Okay, Stachelschnauze ist natürlich schon krass, ne? So, warte mal. Die Drohne fliegt jetzt wieder dahin und dann kommt sie hierher. Und dann springen wir ran. Und ich hoffe, das klappt. Ansonsten müssen wir da rüber. So. Nein. Gut. Okay, wir müssen da rüber. Das hätte eigentlich auch meine Rüstung. Gleiter funktionieren sollen. Da oben ist die Hütte. Ich habe eigentlich nicht gerade mega Lust, mich mit so einer Stachelschnauze anzulegen. Die heißen bestimmt nicht umsonst so. Also gehen wir mal außen rum, so viel Zeit haben wir. Und holen uns die Drohne hier drüben. Die können wir dann wieder in die Basis bringen. Kann sagen, Eloy. So, hier ist nämlich direkt ein Weg nach oben zum Klettern. Und das ist cool. Und das heißt, wir sind hier richtig. So. Ali hopsasa. So. Grünglanzfragment. Du kommst jetzt mit. So, komm mal schön hier runter. Ab nach unten. Wir brauchen deine Daten. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. Daten gesichert. Ich muss sie nur noch mit der Drohne verbinden. So. Und die Kiste will ich auch haben? Das ist Reserve für später. Okay, auf was sind denn diese Stachelschnauzen jetzt anfällig? Feuer. Ja gut, der verbrennt jetzt von alleine. Panzerschnapper. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, auch auf Feuer. Gut, Stachelschnauze 1 ist down. Jetzt ist es eine wütende, brennende Maschine. So. So, der müsste jetzt eigentlich auch verbrennen. Ja, einer fehlt noch. So, der Stachelschnapper. Gegen so einen haben wir ja schon mal gekämpft. Der war sehr anfällig für Säure. Ah!
alle die Teile, die da leuchten, die können wir mit Säure... Da! Die Maschine ist anfällig. So. Oh, das war ein direkter Treffer. Shit. Okay, Mr. Starre Schnabber, wo sind Sie denn hin? Da ist er. Er schmeißt immer noch mit Steinen. Wie kann man nur so... Wow, okay. Hallo, mein Freund. Oh. So, 190, wenn ich jetzt Maul schieße. Ach. Mist. Jetzt kommt er gleich wieder irgendwo raus. Hier, ne? Wow! Alter Schwede, Heilung! Wow! Das war ein Treffer! Komm her! Uff. Und die Drohne scannt schön vor sich hin. So, alle Munition wieder hergestellt. Panzerschnapper, nicht Stachelschnapper. Mein Gott. Panzerschnapper. Habt euch bestimmt auch schon gewundert. So, Panzerschnapper-Bolzen nehmen wir mit. Und dann brauchen wir hier diese Stachelmaul-Dinger. So, wir haben doch hier ein paar zerlegt davon. Ich jetzt wüsste, wir haben doch hier irgendwo hier, guckt, da. Genau, das brauchen wir. Das war ein Feuerbrüllrücken, glaube ich. Stachelschnauze, okay. Hä, aber die hat noch nicht so, ist egal. Ein Plünderer Schrotthaufen. Säurekanister? Na. Ah. Ja. Okay. Nein, wir wissen es ja. So. Erstmal ansäuern, quasi sauer machen. Und gleich fällst du um, mein Freund. Yes. Das Metall brennt. Direkter Treffer ins Gesicht. So, der müsste jetzt eigentlich von selber umfallen. Gut, der ist angesäuert. Und das war's. Alles bereinigt. Sehr schön. Wir gehen hier durch wie ein heißes Messer durch die Butter. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, auf den Säurekanister hätten wir schießen können, beziehungsweise den hatte ich so im Hinterkopf, wenn die uns jetzt doch direkt angreifen. Alle hops. Und starre Schnäuzchen durchsucht. Und dann, ja. Gehen wir zurück zum nächsten Lagerfeuer. Jetzt bin ich auf alles. Wo haben wir es denn? Haben wir eins in der Nähe? Da ist der Hauptquest. Da, oh, da, oh, da ist ein Dino. Was haben wir denn hier? Schattenspitze. Das ist eine Brutstätte, glaube ich. Oder eine Höhle. Der Durchbruch hätten wir hier noch. Hier haben wir noch ganz viele Fragezeichen. Ich würde halt gerne hier hinreißen, ne? Steinhall. Karcher-Lager. Gesunkenes Wrack. Zackentiefe. Alter Schwede. Hier haben wir auch noch was. Ein Flugschreiber. Aber da kam man ja noch nicht ran. Da fehlt uns ja noch die Ausrüstung dafür. So, wir sind schon ein bisschen eigentlich viel zu weit, ne? Eigentlich sind wir viel zu weit. Hier müssen wir auch noch hin. Du,
oder ihr, besser gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich reise jetzt hier zu dem Lagerfeuer, da speichern wir, dann gucke ich, dass ich meine Nase ein bisschen hinkriege. Und dann machen wir hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, dran geblieben, reingehauen und ich hoffe, euch geht's besser als mir im Moment. Ach, liebe Grüße, euer Rob. My soul.